denken Sie nicht in 10% Schritten, sondern denken Sie in Faktor 10. Verlassen Sie doch auch selber Ihre Komfortzone und akzeptieren Sie, dass das, was in den letzten 20 Jahren etwa mit diesem großen Technologiebereich passiert ist, dass sich was Ähnliches auch in den nächsten 10 Jahren abspielen wird im Medizintechnikbereich, im Automotive-Sektor.